Hallo, herzlich willkommen zu Dinkem. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ja, ein bisschen anzocken möchte ich es gerne. Mein Mann hat es mir spontan geschenkt, weil er gesagt hat, Mensch, das muss doch genau das Spiel sein für dich. Ein bisschen Stardew Valley, ein bisschen Animal Crossing und ein bisschen Minecraft. Ich habe bisher noch nicht so viel über das Spiel gelesen, gehört, geguckt. Soweit ich weiß, sind es glaube ich 17 Euro oder was es im Moment auf Steam kostet. Und man kann über die Optionen relativ viel schon einstellen. Das ist eigentlich ganz schön, ne? Eigentlich ja, alles auf Englisch. Das ist halt für mich tatsächlich ein bisschen ein Nachteil, aber ja, es geht schon. Ansonsten finde ich es sehr ordentlich gemacht. Mal gucken, ich habe jetzt bloß von Default auf White gestellt, weil ich immer so ein bisschen der Typ bin, ich mag es immer ein bisschen mehr mit Abstand, von daher, jo, gucken wir zusammen mal rein. Ach, guck einer an, direkt eine junge Frau, ich glaube aber, dass man das tatsächlich so machen kann, wie man möchte und deswegen sieht es immer so ein bisschen aus wie ein Mädchen. Nein, guck, jetzt habe ich einen Jungen, ne? Jetzt haben wir wieder ein Mädchen, ich glaube, das ist einfach wirklich, du kannst aus der Puppe das machen, was du gern hättest. So, pass auf. Also ich hätte gern einen helleren Ton. Ich hätte gern auf alle Fälle braun. Ich glaube, ich mag das hellere Braun. Und dann gucken wir mal frisurtechnisch. Ich finde die ja schön. Ich mag ja generell so hohe Zöpfe. Finde ich ja total schick. Das ist mir zu viel, zu wenig. Es sah gerade sehr lustig aus, wie es so hoch. Ja, okay. Schön. Nee, es ist tatsächlich eine schöne Auswahl an Frisuren. Aber wie gesagt, die hier ist... Nee, wir bleiben bei der. Die gefällt mir tatsächlich am besten. So, augenmäßig. Oh, die sind schön. Die hätte ich, glaube ich, gern. Die gefallen mir. Nee, die hier sind noch ganz hübsch. Nee, wir wollen natürlich ein Mädchen. Ai, sehr gut. So, ich hätte gerne eine kleinere Nase. Kannst du dich mal so ein bisschen an die Seite... Ja, genau. So... Eieiei. Oh, so ein kleines Stupsnäschen. Das ist süß hier. Ach, das ist ja niedlich. Doch, ja, ich glaube, wir lassen es mit dem Rosa, ne? Da haben wir so ein bisschen eine Parallele zu My Time at Sandrock. Oh, sieht die furchtbar aus, sage ich euch. So, jetzt gucken wir klamottentechnisch. Ich will natürlich ein pinkes T-Shirt haben. Ah, das ist unterschiedlich. Okay. Ah, okay. Nee, ich will ein rosanes. Passt gut zum Rouge. Die Hose kann man leider nicht einstellen, ist aber auch nicht ganz so schlimm, ne? Aber ich bin sehr zufrieden. Ach, hübsches, knuffiges Kiralein. So, wir nennen sie einfach nur Kira. Das Island nennen wir Kertonia. Übrigens mein neuer Name, wenn ich außerhalb von uns so unterwegs bin. Grootopia. Ich bin Groot. So, kommt jetzt bei einer Serie, sehr schön. So, Create Character, dann schauen wir mal rein. Lange Zeit zurück, everything went schausch, okay. Almost everybody was, ja, irgendwie jeder will raus aus der Stadt und die Menschen sind in Südstadt sehr unglücklich, es ist kalt und du wurdest hier geboren. Die meisten Menschen verlassen irgendwie. Oh mein Gott, das tut mir leid. Aber du willst hier nicht bleiben, auf gar keinen Fall. Und wir finden hier einen Weg raus. Oh Gott, wie grau die Leute hier ausschauen. Hä? Hilfe gesucht. Wir suchen jemanden, der uns in Kotonia hilft. Irgendwie so. Fletch. Ja. Das ist Fletch? Oh. You leave for Kotonia today. Ja, wir ziehen jetzt nach Kotonia. Das ist gut. Sehr schön. Sehr nice. Ich bin total gespannt. Ich habe mich, wie gesagt, ja noch gar nicht so viel um das Spiel gekümmert. Deswegen, ich finde es sehr lustig, dass man hier so diese Staubwölkchen... Also, obwohl es halt total grau und trist ist, ne? Finde ich schon sehr schön. Wir fliegen gerade über Kotonia und werden in Kürze landen. Okay. Mhm. Alle Passagiere, please prepare to leave the... okay, macht euch bereit, das Schiff zu verlassen. Würde ich jetzt mal sagen, ist das. Okay, na dann.
ein bisschen aufpassen mit meinen Trinkern. So, guten Tag. Looks like we've landed. Sieht auch aus, wenn wir gelandet sind. Also es ist so dieses Animal Crossing-mäßige, ne? Die Sprache und sowas. I was starting to think no one was brave enough to join me. Achso, also ich habe gedacht irgendwie, dass keiner sich irgendwie traut und es ist schön, dass du jetzt da bist. Also so, ne, ich mache das so ein bisschen gefühlstechnisch jetzt, ne? Ich, wie gesagt, ich bin kein Englischprofi. Von daher, ja, oh, first and only person to respond, ja, du bist die Richtige für meinen Job. Mehr müssen wir ja eigentlich gar nicht wissen. Oh dear, look at old Fletch. Waffle on. Okay. Es war süß, hier gibt so Herzchen. Vielleicht können wir irgendwie die Freundschaft oder was zu ihr erhöhen, ne? Und das gibt dann Herzchen und vielleicht kriegt man dann so ein bisschen was, ne? Da sehen wir oben rechts noch die, um links die Zeit. Naja, okay. Okay, I'll see you outside, okay? Ja, okay, wir sehen uns outside. Also, move around, ne? Z ist free Kamera. Was ist free Kamera? Okay, das kann ich gerade noch nicht benutzen. Hier unten ist Inventar. Ja, das ist ja so ein Standardding. B ist, pinkes T-Shirt und Blue Shorts. Okay, können wir scheinbar auch auswechseln, unser Startkapital? Die heißen Dinks. Ah, also Dink. Und dann gehen wir, oh, keine Ladezeit, das ist super. Also, holla die Waldfee. Oh, sieht das schön aus. Also, ich war ein bisschen skeptisch, ob mir das von der Grafik her gefällt. Aber wenn ich das Meer so anschaue, sieht es schon sehr schön aus. Oh, da möchte ich jetzt auch sein, zumindest was die Temperaturen so angeht. Wir haben eine Herzchenanzeige, also eine Lebensanzeige und darunter ist eine Energieanzeige. Okay. Also scheinen wir da tatsächlich. Okay. Wow. Smell that fresh air. Riechst du die frische Luft, glaube ich, ne? I'll tell you what, it feels good to finally be back. Okay, also es fühlt sich gut, wieder zurück zu sein. Now, Kira, I'm going to need your help getting settled, okay? Also ich brauche deine Hilfe zum Besiedeln. Hier nimm das Zelt und dann take this map as well. Okay, nimm hier noch die Karte dazu und dann, wenn du irgendwelche Fragen hast, dann frag mich einfach, okay? Ich war schon ewig nicht mehr, würde ich sagen, ne? I'll be waiting by this dock until up. Okay. Get lost, just check. Ja, okay, also wenn ich verloren gehe, dann muss ich auf die Karte gucken. Also, oh ja. Ein Base Tent und eine Inselmap. Okay, also Kamera können wir frei bewegen, ne? Mit der mittleren Maustaste. Ah ja. So, was ist Tab Open? Ah ja, Tab oder B. Alles klar, okay. M, ich würde mir gerne mal die Karte anschauen. Wow, wow. Da will ich hin, da sieht so schön grün aus. Das ist bestimmt schön. Ah, cool, dass man so die ganze Karte im Blick hat, ne? Okay, also wir können hier dieses komplette Stück auf alle Fälle uns frei bewegen. Jetzt wäre natürlich interessant zu wissen, können wir tatsächlich schwimmen? Ah ja, Dive, wir können auch tauchen. Ah, ist ja cool. Und mit Leertaste hüpfst du. Okay. Oh, erstmal alles einsammeln, ne? So ganz typisch jedes Spiel. Erstmal alles einsammeln. Alles, oh. Das ist schön. So, wir müssen auf alle Fälle das Tent irgendwo. Jetzt ist die Frage, kann ich irgendwo schauen, wo ich das Cent-Dollar, okay. Das habt ihr das gehört? Das ist ja cool, man geht da näher ran und dann hört man das tatsächlich. Okay, du hast hier läufst hier so automatisch hoch und runter. Okay. Ich würde es jetzt tatsächlich nicht am Strand bauen, das Zelt. Ich denke, das ist eher eine schlechte Idee. Ich denke, es wäre schöner, wenn man einfach sagt, man ja, kann so ein bisschen gucken, wo ein bisschen Schatten ist, ne? Ich denke, da ist dann hier einfach doch schon das Schönere, ne? So, bisschen hakelig noch mit der Kamera, aber das müsste gehen. Kann ich es drehen? Ja, auf E. Okay, ich möchte nämlich eigentlich gerne dahin, genau.
So, this is a good place. Ja, ich denke schon. Achso, jetzt müssen wir da. Okay. Weil dann gehst du nämlich raus und hast dann links direkt den See. Ich glaube, das ist ganz schön. It's perfekt. Okay, es ist total schön. Hier mein Zuhause und sowas. Danke dir. Und ich habe noch eins für dich. Ah ja. Now, of room to... Diese Fliegen. So please take your time to place your tent. Okay, also lass dir Zeit. Habe ich das richtig verstanden? Probably visiting the base tent. Okay. So keep that in mind while looking for a spot to claim as your own. Okay, also irgendwie irgendeinen Bereich finden. Okay. Also ich schätze mal, wir sollen uns jetzt irgendwie selber so einen Platz raussuchen und das muss aber gar nicht unbedingt hier sein und ich weiß auch nicht und... Ach, die können wir jetzt nicht mit aufnehmen, weil unser Inventar im Prinzip voll ist. Okay, also dann müssen wir das im Prinzip dahin machen, oder? Quick Move. Ah, okay, mit Shift. Okay, ne, das, oh, was ist das für ein... Ist das ein Alligator? Okay. Na, das ist ja genau das Richtige, hä? Ein Känguru? Aha. Also wie gesagt, das mit der Kamera ist noch so ein bisschen... Da tue ich mich tatsächlich noch ein bisschen schwer, aber ich denke, das ist so ein bisschen Gewöhnungssache. Es kommt dann schon noch, ne? So, wo möchte ich denn? Ich glaube, ich möchte hier oben. Ich glaube, hier oben ist ein schöner Platz für ein Zelt. Ein schöner Platz für ein Zelt? Ein schönes Plätzchen für ein Zelt. Ich hoffe einfach mal, dass das... Jo. Ich finde schon. Mal gucken. So. Okay. Ach, süß. Känguru. Schmetterling. Hallo. Da ist ein Vogel. Ah, guck mal. Gummiholz oder was? Gumlock? Hm. Wer weiß. Aber so ganz, ganz nach Kira-Style erstmal alles einsammeln. Erstmal so richtig schön, ne? Alles mitnehmen, was man so mitnehmen kann. Großartig. Grinden! Yay! Genau das, was ich gern hätte. So, also wir haben auf alle Fälle... Oh, guck mal. Das ist... Was ist das? Ist das was Besonderes? Sieht so anders aus. Naja, keine Ahnung. So, da ist auf alle Fälle nochmal ein bisschen was zu essen. Ich denke, wir werden ganz froh sein, dass wir ein bisschen was zu essen haben. Können wir eigentlich auch rennen? Da ist ein Hai. Ob der beißt? Bestimmt, ne? Wir gehen dem mal lieber nicht zu nah. Solange wir das nicht wissen, lassen wir das mal lieber. So, jetzt haben wir auf alle Fälle schon mal ein bisschen was an Holz. Da ist wieder so ein Bienchen oder eine Fliege. Huhuhu. Ja, cool. Sehr schön. Also, ist tatsächlich gar nicht so schlecht. Da ist ein Fisch. Kann ich gut fangen? Nee. Schade. Alles mal ein bisschen ausprobieren. Ah, okay. Unter der Karte wird dir auch angezeigt, was du gefangen hast. Tonnydale Shell. Okay. Oder die eingesammelt hast, ne? Das ist es ja eher. Oh, ein Schädel, okay. So, jetzt gucken wir mal. Haben wir denn irgendwie die Möglichkeit... Ach, hier, genau. Links seht ihr Your New Home. Okay, also unter dem Energieanzeige hast du die Aufgabe. Okay. Na, das ist doch schon mal was, ne? So, das ist hier ein interessanter Platz. Aha, was ist denn das? Oh Gott. Habe ich gerade ein bisschen Angst gehabt, dass sie uns angreift. Aber scheinbar ist es ein friedliches Wauzi. So. Na, schau einer an. Mhm. Super. Schön. Ich bin tatsächlich mehr angetan, wie ich erst dachte. Ich dachte mir, naja, komm. Ne, so schön wird das Spiel doch nicht sein, oder? Aber eigentlich gefällt es mir bis jetzt gerade ganz gut. Ich meine, wir spielen jetzt erst 10 Minuten, aber tatsächlich ist das jetzt irgendwie... Oh, die greifen tatsächlich an. Habt ihr gehört, die Musik hat sich verändert? Ah, okay, also wir müssen ein bisschen aufpassen. Gut zu wissen. Okay, so, jetzt müssen wir, glaube ich, hier reingehen. Ah, das ist ja schön.
Okay, talk to Fletch. Hast du einen guten Platz gefunden? Oh ja, ich denke schon. I know it's not much, but... also es ist nicht viel, aber ich hoffe, du wirst dein neues Zuhause mögen. The Spark, ich weiß nicht genau, was das heißt. You see, most people back in South City are scared of living. Also die haben Angst zu leben. Aber ich kann dir was sagen. Wir sind nicht die Ersten, die gegangen sind. Hast du jemals was von dem reisenden Händler John gehört? Nein, habe ich nicht. I'll tell you what, he's a bloody legend. Er ist eine blühende Legende oder was? Oder eine blutende Legende? Nein. Rumor is that, okay, trading is set. Okay, also der verkauft auf alle Fälle irgendwie. John got in a contact with me before, also er ist mit mir in Kontakt getreten in Südstadt und er ist daran interessiert, den Shop zu besuchen, irgendwie so. Und ich sag dir was, dir wird an nichts fehlen. Okay, ready for him, okay. Ja, es ist genau der richtige Zeitpunkt und was where the best place for the visiting site deed is. Okay. We went visitors to feel like part... Okay, irgendwas. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich glaube, ich muss mir das dann hinterher mal so ein bisschen übersetzen lassen. Oder ihr macht es für mich? Ha? Was haben sie jetzt hier erzählt? Once you have placed... okay, also irgendwas... visiting site deed müssen wir platzieren. Okay. Mal gucken, was er sagt. Also ich vermute mal, dass es hier eigentlich... Ah, okay. Ah, alles klar. Ich meine, es wäre ja schon gut, wenn wir das irgendwie in die Nähe packen. Dass das eben halt, ja. Nee, halt, das E. Rotieren, genau. So, pass auf. Das machen wir jetzt dahin. Ja, ja, das, wir machen das einfach mal dahin. So, okay. Und jetzt read. Visitor site. A place where anyone visiting. Okay. Ne, es ist halt nicht so weit vom Steg. Ich weiß ja nicht, ob man irgendwie mal einen Weg oder eine Straße oder irgendwas bauen kann. Das gucken wir uns einfach dann irgendwann mal an. Und jetzt sollen wir nochmal mit Fletcher reden. Das können wir halt mit Fletch. Entschuldigung. Talk to Fletch. Also, hast du das gemacht? Jo, haben wir gut gemacht. Er wird einen kurzen Moment bleiben, bevor er wieder weiterzieht. You remind me of my... Du erinnerst mich an meinen Papa. Er war hier geboren, weißt du? Ah. Okay, Adventure Journal. I wanted to come here and try and meet... okay. Irgendwie, sie will hierher kommen und Meilensteine irgendwie setzen und... ja. I want to take his adventurous journey. Please. Okay, pass gut drauf auf. This is your adventure now. Das ist jetzt deins, okay? Hui, hier unten. Guck. It means a lot to me. But I think my dad would be glad someone like you is looking after it. Okay, also ich glaube, wir können das halt besser gebrauchen wie sie. Und dann, ja. Wir haben eine Aufgabe bekommen. Ich möchte, dass du versuchst, die Meilensteine meines Papas zu überbieten, würde ich sagen. Take a long time to complete. But there's no hurry. Also... einige der Meilensteine brauchen sehr lange, aber lass dich davon nicht unterkriegen, das schaffst du schon und so, ne? Und dann, ja, now for the good part. Für jeden Meilenstein rewarded permanent point. Okay. Und ich sag dir was, du wirst es, wirst eine ganze Menge bekommen. But we can talk tomorrow. Okay, for now, check out your journey und dann Milestone inside. Okay. Bist du hungrig? Ich schon. Ich denke, Lunchtime. Okay. I've seen fruits growing. Ja, ja, das also Früchte sind hier gewachsen. Fruit und craft a campfire.
Ah, okay, also wir sollen das Journal mal öffnen. Ah, okay. Explorer, Camper. Mhm. Also, Harvest 3 Waschleims, das haben wir sogar schon eigentlich, ne? Ach, das müssen wir danach wahrscheinlich machen. Craft ein Item, Catch 2 Bugs, also 2 Insekten. Ah ja, Tasks. Okay, sollen wir schon wieder mit ihr? Ach so, weil wir das schon gefunden haben. Deswegen dürfen wir das jetzt schon machen. Ah, du hast was zu essen gefunden. Okay, Essen wird uns helfen, die Energie wieder zu generieren. Mhm. Hier ist das Rezept für das Campfire. I found these stones earlier. Okay, also ich habe die Steinchen mal gefunden und jetzt kannst du sie einfach selber ausprobieren. Okay, dann ein Campfire. Okay. Da, bitteschön. Hier. Okay, alles klar. Ah, das ist ja cool. Neues Crafting-Rezept. Okay, und jetzt müssen wir hier dann craften. Ui, cool, eine Fackel. Ah, Rug Path. Okay, also tatsächlich ein Steinweg. Das ist gut. Crafting Cooking Table. Ach, cool. Okay, das haben wir jetzt gemacht. So, jetzt müssen wir, ich weiß nicht, müssen wir nochmal mit ihr reden? Okay, es wird toll hier. Hier ist ein Geschenk, das wird dir helfen, ein Bugnetz. Oh ja, das ist sehr gut, das ist schön. Okay. Or maybe you could cook some of... Oh, hier, ich glaube, ich will noch mal ein bisschen was machen, weil wir haben ja... Take the sleeping bag too. Okay, nimm dieses, diese Matratze, ne? So, also hier, ein Schlafsack. Schlafsack! Okay, also im Prinzip verabschieden wir uns jetzt und tun jetzt dann morgen uns nochmal mit dir treffen. Ja, das heißt, wir gehen jetzt hier einfach mal so ein bisschen durch die Gegend. Wir gehen jetzt mal zu uns. Dann stellen wir hier das Campfire auf. Oh, guck mal, hier ist doch eigentlich ganz schön. So, genau. Können wir jetzt hier irgendwie so ein bisschen... Oh, ich brenne! Oh nein! Oh. Oh. Ja, gut gemacht, würde ich sagen, ne? Also, jetzt nochmal. Können wir hier... Ah, Inseret. Ah, und jetzt brennt er das? Ah! Okay, das ist cool. Man muss tatsächlich ein bisschen aufpassen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Und jetzt fangen wir uns den Schmetterling. Ein Blue Moon. Und da ist nochmal einer. Der ist ein anderer. Ja, schön. Okay, ich brauche dringend Platz. Das merke ich jetzt schon, dass wir mehr Platz brauchen. So. Jetzt haben wir da auch nochmal eine. Und jetzt können wir da nochmal ein bisschen was... Oh. Ah, okay. Alles klar. Also du kannst es mit E wieder aufnehmen. Okay. Das ist interessant. So, jetzt machen wir halt... Das machen wir komplett rüber. Achso, ja, genau. Ich muss das ja so machen. So, pass mal auf. Jetzt machen wir das mal so. Den Schlafsack müssen wir uns gleich dann dahin. Also nochmal dahin. Und dann können wir hier nochmal eine Frucht rein. Okay, also es ist tatsächlich noch ein bisschen ungewöhnlich mit der Steuerung. Weil ich viel mit E mache. Deswegen ist das ein bisschen... Aber das wird dann schon. So, es wird schon. Oh. Und wie gesagt, also ich muss jetzt nach unten gehen, damit es nach oben geht und nach oben, wenn ich runter gucken möchte. Auch das ist noch ein kleines bisschen gewöhnungsbedürftig, aber das geht schon. So, wir haben jetzt hier unseren Schlafsack. Sehr schön. Ich möchte aber noch nicht schlafen gehen, weil wir haben zum einen noch ganz viel Zeit und zum anderen haben wir noch eine ganze Menge an Energie. Von daher, ja, gehen wir einfach mal so ein bisschen gucken, was wir hier noch alles finden können. So. Ah ja, guck mal. Das sieht aus wie so ein... Wie ein Erz. Aha. Schön. Hier sind nochmal Gummifrüchte. Also hier sind Limetten. Buschlimetten vielleicht. Und auch hier sind nochmal welche. Hier haben wir nochmal ein bisschen Holz. Und hier ist nochmal, wenn ich das dann irgendwie kriegen sollte, mal... Genau. So, Escape. Okay, also wir haben da jetzt ein bisschen was freigeschalten.
Harvest 3 Büsche, Catch, okay, Craft ein Item, Harvest Master. Guck hier mal. Ach, hier kriegst du tatsächlich die mal. Also das ist so ein bisschen was wie Animal Crossings, ne? Hier haben wir ein bisschen was gesammelt. Und deswegen kriegen wir eben halt hier diese Punkte. Und von denen kann man sich dann wahrscheinlich nachher was holen. Vermute ich mal. Daily. Ah, das sind die täglichen Meilensteine. Also es gibt insgesamt Meilensteine, ja, welche die eben halt, da ist eben halt alles Mögliche dabei. Da brauchst du mal jede Menge und es wird immer mehr. Das ist was von Animal Crossing. Und hier hast du die täglichen Meilensteine. Also das, was du machen musst fürs tägliche. Okay, cool. Ah, schön, optional. Complete daily tasks. Please sleep back and get some... Okay, ja gut, also das können wir dann auf alle Fälle noch machen. Nur nicht jetzt. Ne? Also ich möchte schon noch mal ein paar Minuten rumlaufen und einfach noch mal ein bisschen gucken, ob wir was Interessantes finden. Ob wir ein bisschen... Ich bin mir eben halt nicht so ganz sicher, wie das mit den Hunden ist und so. Wo ist er denn jetzt hin, der Schmetterling? Da, ne? Oh, da haben wir noch mal einen. Aha. Mal gucken. Oh, da. Aber ich weiß nicht, sieht es. Sind die gefährlich, die Hunde? Gerade eben sind wir an einem Hund vorbeigegangen und da passierte jetzt nicht so viel. Oh, jetzt haben die tatsächlich das Hühnchen gegessen, ne? Aha. Okay, schön hier. Aber tatsächlich gerade noch nicht so viel. Guck mal, aber wir können hier jede Menge fangen. Eine Libelle. Da ist nochmal ein anderer Schmetterling. Den hatten wir noch nicht. Oh, schön. Können wir den Kaktus mitnehmen? Ja, Kaktusfrüchte. Schön. Da war eine blaue Frucht. Die holen wir uns auch noch. Hui. Ja, also tatsächlich den Affenbrotbaum. Mir gefällt es tatsächlich wirklich gut. Schön. Oh, was ist das? Achso, das ist ein schiefer Baum. Okay, da ist nochmal so ein blauer Fruchtbaum. Quandong. Okay. So, ein paar Muscheln. Das ist so ein bisschen die Frage. Hoffentlich greift er uns jetzt nicht an. Nö. Sehr friedlich. Okay. So. Schön. Wir haben uns jetzt relativ weit... Ah, gucke mal, ein Käferchen. Wir haben uns jetzt recht weit rausgetraut. Oh, sind die... Warte mal, warte mal, das Shift? Shift. Ah, okay. Ah, schade, die stecken aber nicht, ne? Die Scarlet. Ja, die stecken nicht. Das ist sehr schade. Jetzt muss ich dann mal tatsächlich... Ih, eine Spinne! Oh. Oh. Ich mag keine Spinnen. Super nützliche Tiere dürfen sie auch sein. Ich mag sie trotzdem nicht. So, jetzt gucke ich mal. Ich will bloß mal da oben nochmal schauen. Weil es da so ganz, ganz toll grün ist. Und hier drüben sind noch Kakadus, ne? Würde ich sagen. Ach, schön. Ah ja, okay. Quallen. Da sind Aale oder Fische oder sowas drinnen, ne? Gucke ich mal, wie hoch ich hüpfen kann. Ob ich hier das irgendwie hier hoch schaffe. Oh nein, kann ich da noch nicht hoch? Ein Huhn. Oh schade, ein Truthahn. Oh, ich kann es nicht fangen. Und ich komme hier leider noch nicht hoch. Ach, wie schade. Da hätte ich mich jetzt sehr gefreut. Na gut. Dann vielleicht ein andermal. Ja, voll schön. Sehr nice. Ich würde jetzt für heute tatsächlich erstmal die erste Folge beenden und freue mich dann tatsächlich auf die nächste Folge. Also ich hätte gar nicht gedacht, aber doch. Zeit geht gut rum. Das ist auch immer so ein Ding, wo ich ein gutes Spiel ausmache, wenn die Zeit einfach schnell vergeht. Ne? Dann man gar nicht so mitbekommt, wie schnell die Zeit vergeht. Also sehr, sehr nice. Sehr schön. So, 3.31 Uhr. Ne? Das ist doch schön. Ich bin gespannt. Okay. Gut, ihr Lieben, dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass ihr in der ersten Folge mit dabei wart. Wir werden noch, ja, auf alle Fälle ein, zwei Folgen machen und dann gucken wir mal, wie es läuft.
Ich weiß, es spielen im Moment sehr viele Leute, deswegen muss man einfach mal schauen, wie es bei euch so ankommt. Und dann gucken wir einfach. Ui, der ist aber schön. Aber den haben wir schon. Ja, und damit sehen wir uns in der nächsten Folge. Ne? Ich laufe jetzt nur noch mal schnell. Oh. Habe ich jetzt gerade echt Hühnchen gekriegt? Das ist ja krass. Habe ich den Hunden tatsächlich das Essen geklaut? Geil. So, wo ist denn unser Zelt? Da gehen wir jetzt nur noch schnell zurück. See you later. So, kleiner Nachschlag sozusagen nochmal. Es scheint so zu sein, dass man das Spiel nur speichern kann, wenn man schläft. Deswegen gibt es doch nochmal 2-3 Minütchen hinten dran. Das ist dann tatsächlich ein bisschen schwierig. Es ist jetzt 21:30 abends. Ich kann jetzt nicht nochmal 30 Minuten aufnehmen. Das wird mir dann leider ein bisschen zu spät. Deswegen gibt es für euch jetzt nochmal 5 Minuten Bonusmaterial. So könnte man das tatsächlich benennen, ne? Denn ich habe mich jetzt dann doch schon entschieden, da nochmal ganz kurz. Ich meine, es ist jetzt 17:30, ich weiß nicht, wie das mit der Sonne ist, wann die untergeht und so. Deswegen würde ich da jetzt tatsächlich einfach mal nochmal ein paar Minütchen durch die Gegend laufen und mal gucken, ob sie... ich muss ja wieder andersrum. Ich sage ja, es ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Einfach nochmal kurz in die andere Richtung gehen. Jetzt haben wir wieder einen Muschelerfolg gesammelt. Wir haben jetzt 50 Muscheln eingesammelt und deswegen gibt es da jetzt wieder ein bisschen was. Naja, guck mal, hier können wir, aber da müssen, brauchen wir dann wahrscheinlich erst eine Spitzhacke oder sowas. Cool, also ich bin sehr, ich freue mich auf den nächsten Tag, tatsächlich, ne? Aber das habe ich ja schon 2-3 Mal erzählt, dass mir das Spaß macht, ne? Das ist cool. Ich finde es tatsächlich sehr schön. So, Muscheln. Ich finde es auch von der Grafik her echt in Ordnung, ne? Also es ist natürlich ein bisschen was auf Comic, aus bisschen so Comic-Stil-mäßig gemacht. Ich hätte erst gedacht, dass mir das zu kantig ist oder was, aber das ist es eigentlich gar nicht so. Oh, was ist denn das? Aha. Ach so, nochmal so eine Bauzis. Okay. Tatsächlich schön. Also ich muss gestehen, Animal Crossing ist mein großes Problem, dass mir das zu frei ist. Ne? Die Entscheidungen im Spiel. Du kannst halt machen, was du willst. So. Ich bin schon der Typ, leider Gottes, ich brauche halt irgendwie so eine Aufgabe. Und wenn du so ein bisschen dem Spiel überlassen wirst, ach, das war ein Käfer, dann überfordert mich das tatsächlich ein bisschen. Ne? Also muss man mal gucken, wie sich das jetzt hier entwickelt und dann gucken wir einfach mal. Also jetzt laufen wir auf alle Fälle mal nach Hause. Jetzt ist es dann doch schon sehr spät. Ich weiß nicht, wann der Tag hier genau wirklich rum ist. Aber ich denke, so für die erste Folge. Oh, das fange ich mir aber jetzt tatsächlich ein Glühwürmchen. Ein Firefly. Oh Gott, wie süß. Oh, Oma ist hier aber unterwegs, ne? Hallo, Kira. Ja, hallo. Talk. Du hast heute gute Arbeit geleistet. Take a rest of the day. Okay, also ruh dich ein bisschen aus. We've got more work to do tomorrow. Crafting a fire. Crafting at a fire. Ach nee, cooking, ne? Bug hunting, sleeping. I'm on it. Okay, also tatsächlich können wir sie... Die Musik ist auch sehr schön. Oh, was ist das? Rupu. Wir haben Känguru-Pu gefunden. Das ist ja witzig. Cool. Okay. Schön. Da habe ich noch was liegen gelassen. Hallo, Känguru. Hallo, Ru. Okay, da ist nichts. Alles klar. So. Okay, ihr Lieben. Jetzt dann aber wirklich auch offiziell und ganz nah. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. So. Macht's gut. Achso, wir können noch mal schnell gucken, ne? Ah, Entschuldigung. So, da können wir noch mal was mitnehmen. Da können wir nochmal was mitnehmen. Entomologist. You make sure you... Okay, different bugs. Also verschiedene Bugs, oder was? Harvest Master, Explorer, Camper. Okay. Jetzt aber dann, ne? So. Also dann. Bis morgen. Kurznächtle. Nein. Ach, schön ist das doch, ne? Herrlich.
So, jetzt nochmal. So, und jetzt dann aber gucken. Lay down. Call it a day. Okay. Sleep until tomorrow. Gute Nacht. Ciao, ciao. Okay, irgendwie krass. Okay, ich würde sagen, war sehr erfolgreich heute. Nice.